scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Haben wir ihn und er war auch schon bei uns dabei. Meine Anmoderation für den nächsten Impulsgeber. Er war auch schon öfters dabei. Sein Name ist Andreas Bellow. Und Andreas ist Kommunikationstransformer, Mutmacher und Experte für ein glückliches, also erfülltes Leben im Selbstbewusstseinsfeld. Als zertifizierter Berater und Coach begleitet er Unternehmen und Einzelpersonen. Zudem bietet er diverse öffentliche Seminare, Trainings und Workshops an. Sein Motto: glücklich, erfolgreich, selbstbestimmt. Er ist überzeugt, wenn Körper, Geist und Seele mit der Energie im idealen Einklang sind, ist ein erfülltes Leben die natürliche Folge. Und sein Thema heute: die Illusion vom Glück haben. Lieber Andreas, wir freuen uns sehr. Die Bühne und das Mikrofon gehören dir. Ja, herzlich willkommen, dass ich heute hier mal wieder sein darf und ein paar Gedanken mit euch teilen darf. Es war einmal, so fangen alle Märchen an und so fängt auch dieses Märchen an. Da hast du wieder einmal Glück gehabt. So viel Glück wie du müsste man mal haben. Es ist das Märchen des Glückhabens. Eben jene Illusion, die davon ausgeht, dass uns der Zufall einen Vorteil erschaffen würde. Die Illusion, dass das Schicksal es gut mit uns meint. Immer dann, wenn wir vermeintlich unverdient günstige Rahmenbedingungen vorfinden. Wenn du eine große Herausforderung gemeistert hast, wenn du über dich hinausgewachsen bist, und sich sämtliche Aktivitäten dann als richtig erweisen, wenn du am Ende Erfolg als Ergebnis für dich einfahren kannst, hast du dann Glück gehabt? Ich glaube nein. Ich bin überzeugt, Glück zu haben ist eine Illusion. Wenn du es haben könntest, würdest du es besitzen. Wenn du glaubst, dass du gerade Glück hast, ja, dann kannst du es natürlich auch wieder verlieren. Wie alles, was du glaubst, zu besitzen. Und jetzt? Das Märchen der Illusion geht ja noch weiter. Denn was haben jetzt bitte Scherben mit dem Glück zu tun? Muss erst etwas zerbrechen, damit dir jemand Glück bringen kann? Und wer bringt dir dann eigentlich das Glück? Gleichzeitig bleibt ja sowieso die Frage offen, was ist denn überhaupt Glück? Ich erinnere da nur an ein weiteres Märchen. Ihr kennt das alle, Hans im Glück. Mit einem Goldklumpen gestartet und glücklich, aber mit nichts angekommen. Was bringt uns also Glück? Für mich ist Glück ein Bewusstseinszustand. Ein Zustand von glücklich sein. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Kein Märchen, keine Illusion. Glücklich zu sein ist eine Entscheidung. Völlig befreit von äußeren Umständen. Völlig befreit von Zufall oder Schicksal. Es ist ein Zustand, der dadurch entsteht, dass du Situationen oder Ereignissen eine ganz bestimmte Bedeutung gibst. Das ist eine Frage deiner Wahrnehmung. Es ist eine Frage deines Fokus. Eine wirklich wichtige Sache ist die, wenn du beeinflussen möchtest, wie oft du glücklich sein darfst, dann musst du dir darüber im Klaren sein, was dich glücklich macht. Was also diesen Zustand bei dir überhaupt auslösen kann. Wenn du dir das bewusst gemacht hast, dann kannst du jederzeit die erforderlichen Ursachen setzen. Ursachen, die genau die Wirkung erzeugen, die dich glücklich machen. Also warte nicht darauf, dass der Zufall dir Glück bringt.
Es fällt dir zu, wenn du die erforderlichen Ursachen setzt. Und hoffe nicht darauf, dass etwas Zerbrochenes, etwas Zerstörtes dir etwas bringen kann. Wenn etwas zerbricht, dann nimm es als Botschaft. Schau dir die Scherben an. Dann können sie möglicherweise eine Ursache dafür werden, dass am Ende eine Wirkung entstehen kann, die dich wieder glücklich macht. Und dann stimmt es ja vielleicht doch. Scherben bringen Glück. Für alle, die sich jetzt fragen, wie das gehen kann, also dem Glück etwas auf die Sprünge zu helfen, den lade ich gerne mal in meine offenen Seminare und Workshops ein. Denn du musst glücklich sein, um wirklich erfolgreich zu werden. Dadurch wirst du automatisch ein selbstbestimmtes Leben haben. Zum Glücklichsein gibt es ein einfaches Rezept. Erinnere dich, wer du bist. Entwickle, was du bist. Und dann nimm dich an. Denn eins ist auch klar. Ohne Selbstliebe wirst du niemals glücklich. Du hast im Leben immer die Wahl. Ob du auf dein Glück wartest, ob du für deinen Erfolg immer hart arbeitest oder ob du glücklich bist. Wenn du dich entscheidest, auf das Glück zu warten, ja, dann wartest du eben. Dabei klopft das Glück so oft bei uns an der Tür an. Wir nehmen es häufig nur einfach nicht wahr. Deshalb wiederhole ich es gerne nochmal. Glück ist auch kein Ziel. Es ist ein Bewusstseinszustand. Es ist der Weg, der uns glücklich macht. Das Ziel bestimmt nur die Richtung. Und noch ein Gedanke. Dein Glück entscheidet sich nicht durch dein zukünftiges Verhalten, sondern ausschließlich durch dein Sein im Jetzt. Und dabei, wir haben es vorhin schon vom Clown gehört, du darfst jederzeit Fehler machen. Du kannst nicht glücklich werden, wenn du Fehler vermeidest. Du kannst glücklich werden, wenn du deine Talente lebst, deinen Bedürfnissen Raum gibst. Du kannst glücklich sein, wenn du dankbar bist. Dankbarkeit ist ein wunderbarer Schlüssel für den Bewusstseinszustand des glücklichen Seins. Ich möchte noch ein paar Worte zur Seele sagen. Dave hat das ja schon angesprochen. Die Seele ist unser Wesenskern. Das ist eigentlich das, was wir sind. Nicht unser Körper. Der ist nur eine Hülle in der materialistischen Welt. Unsere Seele ist das, was wir sind. Nicht unser Verstand. Den haben wir bekommen als Werkzeug. Aber wir sind ja nicht unser Verstand. Wenn wir verstehen, dass Glücklichsein ein Bewusstseinszustand ist, den wir dadurch erreichen können, dass wir eine Entscheidung treffen, nämlich die Entscheidung, glücklich zu sein, dann wird's leichter. Und natürlich ist es klar, dass nicht immer alles gelingt. Auch das haben wir vorhin schon gehört. Das gehört dazu. Die Scherben sind wertvoll. Sie sind wie bei einem Rohdiamant. Der Rohdiamant, der ist erstmal ein Rohdiamant. Und der darf einiges mitmachen. Der wird poliert, der wird geschliffen, da werden die Ecken und Kanten angepasst. Da passiert etwas. Und das ist bei uns auch so. Da kommt schon mal ein Ereignis. Ja, das darf ja kommen. Und da dürfen wir auch Fehler machen. Und das darf auch mal schief gehen. Und das dürfen wir annehmen. Das ist das, wovon wir lernen. Das ist das, was uns reifen lässt. Es ist das, was dazu führt, dass wir uns wieder erinnern können. Erinnern daran, warum wir eigentlich hier sind. Warum sich unsere Seele das Leben ausgesucht hat, was es gerade lebt. Ich bin davon überzeugt, dass sich unsere Seele ausgesucht hat, was sie erleben möchte, was sie erfahren möchte. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Raum zu eröffnen. Mit Scherben und mit Glück. Aber nochmal, Glück haben ist eine Illusion. Glücklich sein ist ein Bewusstseinszustand, den du mit einer Entscheidung herbeiführen kannst.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, viele Momente deines Lebens im glücklichen Sein verbringen zu können.